Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie erneut begrüßen zu einer weiteren Folge unserer Serie über Krankheiten und Heilungen. Und wir hatten ja bereits in den beiden ersten Folgen gesehen, dass wir krank werden, nicht unbedingt, weil wir selbst gesündigt haben müssen, individuell, aber wir werden heute feststellen, dass das gleichwohl der Fall sein kann. Und wir hatten auch gesehen, dass wir uns eben auf richtige Weise verhalten müssen, auch rein physisch gesehen, um nicht krank zu werden oder aber, wenn man krank ist, in dieser Weise dann mit der Krankheit sich zu beschäftigen. Und ich hatte bereits auf einige Dinge hingewiesen, die die Bibel beschreibt, wie zum Beispiel die heilsame Wirkung von gewissen Heilmitteln, wie auch zum Beispiel Öl oder Balsam. Und es gibt noch ein weiteres Heilmittel, wenn man das so nennen will, was in der Bibel ausdrücklich erwähnt wird. Und das ist, Sie mögen sich vielleicht darüber wundern, der Honig. Nun, wir finden eine interessante Stelle im 1. Samuel, Kapitel 14 und in Vers 29. 1. Samuel, Kapitel 14 und in Vers 29. Und da finden wir folgende Bemerkung von dem Sohn des Königs Saul. Da sagt er nämlich in Vers 29, da sprach Jonathan, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Denn er hatte nämlich geboten, dass keiner etwas essen oder trinken dürfe, weil eine Schlacht bevorstand. Aber der Jonathan sagt, seht, wie strahlend sind meine Augen geworden, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Nun, die Heilwirkung des Honigs ist bekannt. Ich habe hier einen Artikel aus der kalifornischen Staatszeitung, die Folgendes sagt. Besonders üppig vertreten im Honig ist das Spurenelement Chrom. Es hilft bei der Verwertung des Zuckers und reguliert den Blutzuckerspiegel. Deshalb ist Honig verträglicher als Zucker. Bakterien haben nichts mehr zu lachen, wenn sie mit Honig in Kontakt kommen. Schon die alten Ägypter mixten Honigsalbe, damit Wunden heilten. Und Milch oder Tee mit Honig zur Linderung von Halsschmerzen und Erkältungsbeschwerden kennt jedes Kind. Auch gegen Durchfallerreger hat Honig sich als wirksam erwiesen. Wieso der Bienensaft ein derart potenter Keimkiller ist, war lange ein Geheimnis. Heute weiß man, Honig wirkt doppelt. Einem Teil der Bakterien macht der hohe Zuckeranteil den Garaus, einem weiteren Teil das Enzym Glykoseoxidase. Es baut den Honigtraubenzucker zu Wasserstoffperoxid ab, ein Mittel, das auch Zahnärzte zur Desinfektion verwenden. Beim Erhitzen werden die Enzyme allerdings zerstört. Man sollte Honig deshalb am besten in warme Getränke einrühren, aber nicht mitkochen. Ganz allgemein ist zu sagen, dass wir nicht erwarten können, dass Gott uns heilt, wenn wir weiterhin bewusst eine falsche Lebensweise an den Tag legen. Und da gehört auch das Rauchen mit hinzu. Nun, jeder weiß oder sollte wissen, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Nun, einige wollen das nicht anerkennen. Einige weisen auf Menschen hin, die ganz alt geworden sind und doch geraucht haben. Aber das ist natürlich Unfug. Rauchen ist gesundheitsschädigend und die Fakten sprechen für sich selbst. Ich habe hier eine ältere Broschüre sogar mit dem Titel Schluss mit dem Rauchen. Und da wurde bereits schon festgestellt, dass es eine weitaus größere Anfälligkeit für Krankheiten gibt bei denen, die rauchen, im Vergleich zu denen, die nicht rauchen. Zum Beispiel, die chronische Bronchitis ist 2000 Mal stärker bei Rauchern zu finden als bei Nichtrauchern. Der Lungenkrebs ist 1000 Mal stärker bei Rauchern zu finden. Und dann geht die Liste fort mit Mund- und Rachenkrebs, Kehlkopfkrebs und aller Arten von Krebs. Und auch Herzkrankheiten, Nierenkrebs, Leukämie. So, die Tatsachen sprechen für sich selbst. Es heißt hier, die Gefährdung der Gesundheit durch das Rauchen ist eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache, erklärte Dr. William Stewart, der Leiter des US-Bundesamtes für das Gesundheitswesen, bereits im Jahre 1967. Und mittlerweile ist die Aufklärung weitaus stärker dahingehend vorgedrungen, dass Rauchen in jedem Falle ohne Ausnahme, gesundheitsschädigend ist. Es heißt dann auch, Zigarettenrauchen verursacht nicht nur Lungenkrebs, spielt nicht nur eine Rolle bei der Entstehung von chronischer Bronchitis, von Herz- und Gefäßkrankheiten sowie von Lungenemphysmen, sondern auch das Nervensystem kann es schädigen, kann zu allmählicher Erblindung führen und ist anscheinend auch einer der Faktoren bei Potenzverlust. Auch Frigidität der Frau kann auf das Rauchen zurückzuführen sein.
Verschiedene Untersuchungen und Berichte deuten darauf hin, dass Frigidität, Unfruchtbarkeit, Menstruationsstörungen und Fehlgeburten bei Raucherinnen häufiger auftreten als bei Frauen, die nicht rauchen. Dann heißt es weiter, Dr. Virginia Apgar, Leiterin der Forschungsabteilung bei der Stiftung March of Dimes, eine Stiftung zur Verhütung und Bekämpfung der Kinderlähmung, erklärte, und ich zitiere, uns liegen mehr als ein Dutzend medizinischer Berichte vor über die Auswirkungen starken Rauchens auf das Kind im Mutterleib. Diese Kinder sind im Durchschnitt zu jeder Zeit während der Schwangerschaft kleiner, sowie etwa ein halbes Pfund leichter als normale Kinder. Babys, die bei der Geburt 5 Pfund und weniger wiegen, weisen mindestens 2-mal so häufige Geburtsfehler auf wie Neugeborene mit Normalgewicht. Und dann wird ein weiterer Arzt zitiert, der folgende sagt, im botanischen Sinne ist Tabak eine Droge, ein Narkotikum. Anders jedoch als bei Alkohol oder Opium wirkt er sich erst dann beruhigend aus, wenn der Raucher bereits süchtig ist. Das beruhigende Moment ist weitgehend nichts anderes als die Befriedigung des durch die Gier nach der Droge verursachten Reizzustandes. Die Raucher stellen sich jedoch gewöhnlich nicht ehrlich den tatsächlichen Gegebenheiten. Und dann sagt er weiter, Nikotin ist eine Droge, bei der es zur Gewöhnung kommt, wenn man das Rauchen nicht lässt. Kurz gesagt, man wird süchtig und treibt die Toleranzgrenze immer höher. Der gewohnheitsmäßige starke Raucher kann Nikotinmengen vertragen, die einen Nichtraucher glatt vergiften könnten. Nun, das Problem ist heute, dass der sogenannte passive Raucher sehr gefährdet ist. Mit anderen Worten, jemand, der sich in einer Umgebung aufhält, wo Raucher eben stark rauchen und der dann eben passiv diesen Qualm dann mit einatmet. Der ist auch sehr gefährdet, muss aufpassen und sollte von daher versuchen, sich aus solchen Umgebungen fernzuhalten. Wie ich sagte, es gehört natürlich viel dazu, sich auf richtige Weise zu verhalten, wenn man gesund leben will. Eine weitere Broschüre, die vor einigen Jahren herausgegeben wurde, hat den Titel Die 7 Gesetze zum Erfolg. Und eines der Gesetze ist das Gesetz der guten Gesundheit. Das heißt hier in der Broschüre, somit ist der Mensch, was er ist. Mit anderen Worten, somit ist der Mensch, IST, das, was er ist, ISZT, oder wie es heute beschrieben wird, ISST. Einige der berühmtesten Ärzte und Chirurgen haben erklärt, dass 90-95% aller Krankheiten und Leiden von einer fehlerhaften Ernährung herrühren. Nun, ich hatte ja bereits in vergangenen Predigten darauf hingewiesen, dass der Genuss von Schweinefleisch und anderen Tierarten, die in der Bibel als unrein bezeichnet werden, ein Gesundheitsverstoß ist. Gott hat uns klar und deutlich diese Gebote gegeben, um uns gesund zu erhalten. Und wenn jemand meint, er könnte Schweinefleisch zu sich nehmen und gewohnheitsmäßig Schweinefleisch essen, dann braucht er sich nicht zu wundern, wenn er dann verschiedenen Krankheiten dann erkrankt. In der Broschüre heißt es weiter, die meisten Degenerationskrankheiten sind neuzeitliche Leiden, Resultate davon, dass man Nahrungsmittel isst, denen in Nahrungsmittelfabriken die Mineralien entzogen wurden und die gewöhnlich ein Übermaß an Stärke, Zucker und Fetten enthalten. Andere werden durch eine Art Nährstoffmangel in den Lebensmitteln verursacht, weil es an den notwendigen Mineralien und Vitaminen fehlt. Der Direktor eines Programms für körperliche Ertüchtigung erinnerte daran, dass die Medizin große Fortschritte gemacht habe, übertragbare Krankheiten auszumerzen. Doch habe man hinsichtlich des Anwachsens der nicht übertragbaren Krankheiten wie Krebs, Herz, Zucker und Nierenleiden nur geringen Erfolg verursacht. Letztere werden durch falsche Ernährung begünstigt. Natürlich gibt es noch andere Gesetze der Gesundheit wie genügend Schlaf, Leibesübungen, viel frische Luft, Sauberkeit, regelmäßiger Stuhlgang, gesundes Denken, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen werden, und saubere Lebensweise. Einige Fachleute gehen sogar so weit und sagen, dass wir uns einer Erkältung nicht zuziehen, sondern wir essen uns unsere Erkältungen und unser Fieber an. Sie erklären, dass eine Erkältung oder ein Fieber oft die unnatürliche und schnelle Ausscheidung von Giftstoffen ist, die sich aufgrund falscher Ernährung in den Drüsen angespeichert haben. Und dann heißt es auch noch wie folgt, die geistige Einstellung hat einen beachtlichen Einfluss auf das körperliche Befinden. Die meisten erfolgreichen Menschen denken konstruktiv, positiv, mit einer zuversichtlichen Einstellung.
Sie gestatten sich selbst nicht, negativ zu denken oder in eine furchtsame Einstellung zu geraten, sich unnötige Sorgen zu machen oder den Mut zu verlieren. Unbeherrschte Launen des Nörgelns und Beklagens erlauben sie sich nicht. Sie zwingen sich selbst zu einer gefühlsmäßigen Ausgeglichenheit. Auch darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Denn Christus hat nicht ohne Grund gesagt, macht euch nicht unnötige Sorgen darum, was ihr essen sollt, was ihr trinken sollt, womit ihr euch anziehen sollt. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr dieser Dinge bedürft. Ein vor einigen Jahren erschienener Artikel in der Staatszeitung, Kalifornischen Staatszeitung, gibt erschreckende Erkenntnisse zutage. Er sagt hier, bis zu 30% der 12- bis 16-Jährigen in Deutschland haben psychosomatische Beschwerden. Immer mehr Kinder leiden an Allergien, Asthma, Bronchitis, Hautausschlägen und Neurodermatitis. Das ist eine erschreckende Entwicklung, die auch den von den Eltern ausgeübten Druck zur Ursache haben, kritisierte der Gesundheits- und Jugendforscher Professor Klaus Hörlmann. Und es geht dann auch darum, dass, das war bereits schon im Jahre 1998 scheinbar der Fall und ist mit Sicherheit heute nicht weniger geworden, dass ein unnatürlicher Druck auf die Kinder so bereits ausgeübt wird im Schulwesen, in anderer Beziehung, um eben gute Leistungen zu erbringen, aber ein solcher Druck, mit denen heute die Kinder nicht mehr fertig werden. Ich habe einen weiteren Artikel hier, aus dem ich kurz zitieren möchte. Der heißt Prinzipien gesunder Lebensweise. Prinzipien gesunder Lebensweise. Und da wird Folgendes gesagt. Eine psychosomatische oder seelisch bedingte Störung liegt wahrscheinlich bei mehr als 50% aller ärztlichen Behandlungsfälle vor. Und einige Schätzungen besagen sogar, dass 90% aller Erkrankungen auf ein gestörtes Seelenleben zurückzuführen sind. Eine psychisch bedingte Krankheit ist keineswegs ein Produkt der Einbildung, sondern vielmehr etwas, worunter wir alle gelegentlich leiden. Experimente haben gezeigt, dass jede Gefühlsregung automatisch gewisse physische Veränderungen in unserem Körper auslöst. Genau wie negative Gefühle dem Körper schaden können, so können positive Emotionen ihn aufbauen. Die Bibel erkennt die Verbindung zwischen dem, was in unserem Kopf vor sich geht, und unserem Körperzustand. Und wie ich sagte, schauen wir uns einmal kurz an, was die Bibel hierzu zum Ausdruck bringt, in Sprüche Kapitel 3. Sprüche Kapitel 3, die Verse 7 bis 8. Sprüche Kapitel 3, angefangen in Vers 7. Da heißt es, dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das, also die Furcht des Herrn und das Weichen vom Bösen, das wird deinem Leibe heilsam sein. Oder wie es auch übersetzt werden kann, Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Also hier wird ein klarer Zusammenhang hergestellt zwischen Emotionen, richtiger und falscher Emotionen und physischer Gesundheit oder Krankheit. In Sprüche Kapitel 4, die Verse 20 bis 22. Sprüche Kapitel 4, Vers 20. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam oder Heilung ihrem ganzen Leibe. Auch hier geht es um die Heilung, die Gesundheit des Leibes, des Körpers. Also die Worte des Herrn, die Worte Gottes, wenn man die anwendet, wenn man die durchführt in seinem Leben, bringen einem physische Heilung, wie es hier heißt. In Sprüche Kapitel 12, Sprüche Kapitel 12 und in Vers 18. Sprüche Kapitel 12 und Vers 18. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert, aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Mit anderen Worten, wenn man andere so aufregt, dass sie dann Herzbeschwerden bekommen, dann hat man diese Stelle hier erfüllt. Die Zunge des Unweisen sticht wie ein Schwert. Aber man sieht auch wiederum hier den Zusammenhang, dass man vorsichtig sein muss, wenn man seine Worte wählt. Und es geht dann auch darum, dass wenn man zum Beispiel weiß, dass wenn man mit jemandem zusammenkommt, das Laufen in Streit ausartet, dass man dann natürlich einen solchen Kontakt nicht weiter pflegt.
Sprüche Kapitel 12 und Vers 25. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Wie Christus sagte, sorgt euch nicht unnötig um das, was morgen geschehen wird, denn morgen wird genug haben an seiner eigenen Sorge, an seiner eigenen Mühe, an seiner eigenen Plage. Und natürlich, diese Angstzustände, diese Sorgen können einen buchstäblich krank machen. Sprüche Kapitel 14 und Vers 30. Sprüche Kapitel 14 und Vers 30. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Wenn es hier heißt, ein gelassenes Herz, kann es auch übersetzt werden, ein heilendes Herz ist des Leibes Leben. Aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. In einem Wort, man soll sich von Eifersucht, ganz besonders von unbegründeter Eifersucht, fernhalten. Die macht einen selbst krank. Man hat ja auch den Ausdruck heute, ich bin krank vor Eifersucht. Eine Warnung, die es zu beachten gilt. In Sprüche Kapitel 15 lesen wir Vers 4. Sprüche Kapitel 15 und Vers 4. Eine linde Zunge, auch hier wiederum kann übersetzt werden, eine heilende Zunge, ist ein Baum des Lebens. Aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Schauen Sie, auch sogenannte Notlügen haben ja, wie es so schön heißt, kurze Beine. Wenn dann die Wahrheit herauskommt, dann bringen auch solche Notlügen Herzeleid. Aber wenn man immer die Wahrheit spricht, nicht unbedingt immer alles das sagt, was man weiß, aber was man sagt, soll wahr sein, dann ist das eine heilende Zunge im Großen und Ganzen und auf die Zukunft hin gesehen. Sprüche Kapitel 15, Vers 17. Besser ein Gericht kraut mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass, weil nämlich auch Hass sogar ganz buchstäblich körperliche Beschwerden erzeugen kann. Und es ist also besser, man hat vielleicht etwas weniger zu essen, aber man tut dies mit Liebe, als dass man vielleicht ein großes Mahl hat, aber dann Hass herrscht. Schauen wir uns auch Kapitel 16 an, Sprüche 16 und Vers 24. Sprüche 16 und Vers 24. Freundliche Reden sind Honig sein. Wir hatten ja von Honig eben gehört. Trösten die Seele und erfrischen die Gebeine. Oder wie es übersetzt sein kann, und bringen Heilung für die Gebeine. Also freundliche Rede tut dies. Die bringen Heilung für die Gebeine. Heilung für sich selbst, aber auch für andere. Ganz im Gegensatz zu dem Schwert der Zunge, die also natürlich dann viel Unheil anrichtet. In Sprüche Kapitel 17 und Vers 1. Besser ein trockener Bissen mit Frieden, als ein Haus voller Geschlachtetem mit Streit. Auch hier wiederum wird darauf hingewiesen, besser Liebe als Hass, besser Friede als Streit. Und in vielen Fällen ist ja Hass auch Ursache des Streites. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Diese Stelle hatten wir bereits in der letzten Sendung behandelt. Buchstäblich übersetzt heißt es hier, ein fröhliches Herz ist wie Medizin für den Leib. Aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Es geht darum, dass ein betrübtes Gemüt buchstäblich den Menschen krank macht. Und so geht es also darum, dass man Betrübnis vermeiden muss, unnötige Sorgen vermeiden muss, eine positive Lebenshaltung entwickeln muss und eine negative Lebenshaltung ablegen muss. Sprüche Kapitel 18 und Vers 14. Sprüche Kapitel 18 und Vers 14. Wer ein mutiges Herz hat, weiß ich auch im Leiden, buchstäblich in der Krankheit, zu halten. Wer ein mutiges Herz hat, der weiß ich auch in der Krankheit zu halten. Es geht also darum, dass man nicht den Mut verlieren darf. Selbst in Krankheit, selbst in Leiden nicht.
Und viele Ärzte bestätigen uns auch heute, dass es sehr auf den Willen des Kranken ankommt, ob man gesund wird oder nicht. Wenn jemand aufgibt im Leid, hat er keine große Chance, gesund zu werden. Aber wenn jemand wirklich gesund werden will, wenn jemand diese Willenskraft hat, dann kann dies tatsächlich dazu führen, dass es zu einer Gesundheit kommt. Grundsätzlich erwartet Gott von uns, dass wir tun, was wir für uns tun können, um nicht krank zu werden. Und wenn man krank ist, das zu tun, was man tun kann, um gesund zu werden. Aber wie gesagt, wie ich dies bereits schon deutlich gemacht hatte in vorigen Predigten, man muss sehr aufpassen, an wen man sich da wendet. Denn es gibt viele Kurforscher im Lande, viele Ärzte, die keine Ahnung haben von wahrer Medizin, wahrer Heilkunde und die die Dinge noch schlechter machen können als besser. Und da gehören auch viele dieser Impfungen hinzu, auf die ich ja bereits in einigen der auf Posten stehenden Programme eingegangen bin. Ich möchte mich nun eingehend mit der Tatsache beschäftigen, dass Gott heute heilt, dass Gott Krankheiten heilt, dass wir also auch den Glauben haben müssen, dass Gott uns heilt, wenn wir krank sind. Aber Heilungen sind auch von Bedingungen abhängig. Die kommen nicht automatisch, wenn man Gott um Heilung bittet, aber nicht bereit ist, das abzulegen, was man vielleicht falsch macht. Und wir werden auch sehen, dass die Bibel lehrt, dass Krankheit nicht nur Resultat von kollektiver Sünde ist, mit anderen Worten die Tatsache, dass Adam und Eva gegen Gott gesündigt haben, und heute auch die Tatsache, dass die Umwelt verschmutzt wird und wir kollektiv gesehen nicht so leben, wie wir leben sollten, sondern Krankheit kann auch ganz spezifisch Ursache individueller Sünde sein. Aber bevor ich fortfahre, ein Wort zur Mahnung. Keiner von uns hat das Recht, andere zu verurteilen, andere zu verdammen. Schauen Sie, wir sind nicht Richter anderer Menschen. Wenn also jemand krank ist, dann sollten wir uns dafür hüten, uns davor hüten, zu sagen, ja, diese Person ist deshalb krank, weil er oder sie muss gesündigt haben, er oder sie muss dies und das falsch getan haben. Manchmal kann es natürlich offensichtlich sein, wenn jemand raucht und nicht bereit ist, das Rauchen abzulegen und dann krank wird, okay. Gleichwohl sind wir nicht die Richter anderer Menschen. Wir können auch nicht sagen, diese Person ist krank, weil sie oder er nicht genügend Glauben hat. Schauen Sie, wir wissen das ja nicht. Wir können ja nicht in das Herz eines anderen Menschen hineinblicken. Schauen wir uns grundsätzlich Jakobus Kapitel 4 an. Jakobus Kapitel 4, die Verse 11 bis 12. Jakobus Kapitel 4 und die Verse 11 bis 12. Da sagt Jakobus: Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Schauen Sie, die Freunde von Hiob hatten das getan. Als Hiob durch seine Plagen gehen musste, da hatten die Freunde gemeint, sie wüssten genau, warum das der Fall war und haben dann den Hiob verurteilt. Ich habe ja auch darüber bereits Predigten gegeben. Aber Gott hat dies gar nicht sehr gütig angesehen. In Römer Kapitel 14, und in Vers 4. Römer Kapitel 14 und Vers 4. Wer bist du, fragt Paulus, dass du einen fremden Knecht richtest? Ein fremder Knecht, mit anderen Worten ein Knecht Gottes. Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Wie gesagt, es geht lediglich hier um eine individuelle Beziehung, eine individuelle Frage, die wir uns individuell stellen müssen. Die Frage lautet, wenn ich krank bin, wenn ich krank werde, ist das der Fall, weil ich gesündigt habe? Schauen Sie nicht über die Schulter und blicken Sie einen anderen an und sagen, ja, diese Person muss gesündigt haben, weil er oder sie krank geworden ist. Nein, fragen Sie sich die Frage und stellen Sie sich selber. Ich bin krank, bin ich vielleicht deshalb krank, weil ich gesündigt habe? Nun, die Bibel zeigt deutlich, dass Krankheit Resultat individueller Sünde sein
kann. Und wir wollen uns jetzt kurz einige Stellen anschauen. Und ich bitte auch darauf hinzuweisen und ich bitte auch dies zu bemerken, dass die Krankheit nicht automatische Folge der individuellen Sünde sein muss. Nun, was ich damit meine, wird sich jetzt deutlich zeigen. Zunächst einmal 4. Mose Kapitel 12. 4. Mose Kapitel 12, die Verse 1 und 2. 4. Mose Kapitel 12, angefangen in Vers 1. Da redeten Miriam und Aaron gegen Mose, um seiner Frau willen, der Kuschiterin, die er genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Schauen Sie, hier war die Schwester Miriam und der Bruder Aaron von Mose, die waren jetzt eifersüchtig geworden auf den Mose. Und die bringen jetzt eine Sache ans Tageslicht, die, wie uns zum Beispiel der Geschichtsschreiber Josephus erklärt, vor vielen, vielen Jahren geschehen war, als nämlich Mose noch in Ägypten war, als noch Mose in der ägyptischen Armee gedient hatte. Da hatte er sich bei einer seiner Expeditionen eine kuschitische Frau genommen, etwas, was natürlich die Bibel untersagte. Gleichwohl kommt diese Sache jetzt nach vielen Jahren aufs Trapez. Und Miriam und Aaron benutzen jetzt diese Tatsache, um sich jetzt gegen Mose zu wenden. Und Gott hatte dies keineswegs akzeptiert. In Vers 9. Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie. Und er wandte sich weg. Auch wich die Wolke von der Stiftshütte. Und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Scheinbar war Miriam die Wortführerin in dieser Situation. Und Gott machte sie krank. Sie wurde aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam und wird gewahr, dass sie aussätzig ist. Und sprach zu Mose, ach mein Herr, lass die Sünde nicht auf uns bleiben. Aaron erkannte, dass beide jetzt gesündigt hatten. Und dass jetzt Miriam aufgrund der individuellen Sünde krank wurde. Aber schauen Sie, die Sünde war nicht automatische Konsequenz, oder vielmehr die Krankheit war nicht automatische Konsequenz der Sünde, aber die Sünde brachte die Krankheit dadurch hervor, dass Gott diese Person krank machte. So sprach also jetzt Aaron, ach mein Herr, lass die Sünde nicht auf uns bleiben, mit der wir töricht getan und uns versündigt haben. Lass Miriam nicht sein wie ein Totgeborenes, das von seiner Mutter Leibe kommt und von dem schon die Hälfte seines Fleisches geschwunden ist. Mose aber schrie zu dem Herrn, ach Gott, heile sie. Der Mose hätte jetzt auch ganz anders reagieren können, aber er war ein gerechter Mann. Und er vergab die Sünde von Miriam und Aaron und bat Gott um Heilung für seine Schwester. Und der Herr sprach zu Mose, wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespiegen hätte, würde sie nicht 7 Tage sich schämen? Lass sie abgesondert sein 7 Tage außerhalb des Lagers, danach soll sie wieder aufgenommen werden. Und so wurde Miriam 7 Tage abgesondert außerhalb des Lagers und das Volk zog nicht weiter, bis Miriam wieder aufgenommen wurde. Also dann nach 7 Tagen wurde Miriam geheilt. Schauen wir uns Psalm 31 an. Psalm 31 und Vers 11. Psalm 31 und Vers 11. Hier sagt David, denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Was immer David hier auch getan hatte, es hatte zu einer physischen Krankheit geführt. Nicht unbedingt automatisch, aber David erkannte, dass seine individuelle Sünde ihn zu einer Krankheit dann letztendlich geführt hatte. Psalm 32. Auch hier ein Psalm von David, die Verse 3 bis 6. Psalm 32, angefangen in Vers 3. Denn als ich es wollte verschweigen, was wollte er verschweigen? Nun seine Sünde, wie wir sehen werden. Als ich die verschweigen wollte, da verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Selah. Mit anderen Worten, denkt darüber nach. Macht mal Pause und meditiert darüber. Denkt darüber nach, was hier gesagt wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen.
da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Selah. Und wie wir sehen werden, scheinbar wurde David in diesem Augenblick dann auch geheilt. Denn es besteht ein Zusammenhang zwischen Sündenvergebung und Heilung. Vers 6. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. An wen? An die Heiligen, die, wenn sie sündigen sollten, ihre Sünden bekennen und Vergebung für ihre Sünden erlangen. In Psalm 38 lesen wir angefangen in Vers 3. Psalm 38 angefangen in Vers 3. Auch hier wiederum ein Psalm von David. Denn deine Pfeile stecken in mir. Was für Pfeile sind hier gemeint? Nun, wie wir sehen werden, Pfeile, die körperliche Schmerzen, körperliche Krankheiten erzeugen. Denn deine Pfeile stecken in mir und deine Hand drückt mich. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe wegen deines Drohens und ist nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Sünden gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Vers 8. Denn meine Lenden sind ganz verdorrt. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe. Vers 11. Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen, und das Licht meiner Augen ist auch dahin. Vers 12. Meine Lieben und Freunde scheuen zurück vor meiner Plage, und meine Nächsten halten sich fern. Vers 18. Denn ich bin dem Fallen nahe, und mein Schmerz ist immer vor mir. Vers 19. So bekenne ich denn meine Missetat und sorge mich wegen meiner Sünde. Auch hier eine Situation, wo David zunächst einmal offensichtlich seine Missetat nicht bekannt hat, weil er zunächst einmal vielleicht den Zusammenhang nicht gesehen hatte zwischen seiner Sünde oder seiner Sünden und seiner Krankheiten. Geht es uns manchmal auch so, ganz individuell gefragt jetzt, dass wir an Krankheit leiden und den Zusammenhang zu unserer Sünde nicht erkennen, nicht erkennen wollen. Schauen wir uns Psalm 41 an. Psalm 41, die Verse 4 und 5. Psalm 41, Vers 4. Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Lager, wörtlich Krankenlager. Du hilfst ihm auf von aller seiner Krankheit. Ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile mich, denn ich habe an dir gesündigt. Auch hier wiederum ein deutlicher Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit und Heilung von Krankheit und Vergebung von Sünde. In Psalm 51, die Verse 10 und 11. Psalm 51, die Verse 10 und 11. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Auch hier dieser Psalm von David sagt uns deutlich, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Sünde und Krankheit. Schauen wir uns auch Psalm 107 an. Psalm 107, angefangen in Vers 17. Psalm 107 und angefangen in Vers 17. Da heißt es, die Toren, die geplagt waren um ihre Übertretung und um ihre Sünde willen, aber im Hebräischen wird hier die Gegenwartsform gebraucht. Es sollte richtig übersetzt werden, die Toren, die geplagt werden um ihre Übertretung und ihre Sünde willen. Vers 18, dass ihnen ekelte oder dass ihnen ekelt vor aller Speise und sie todkrank wurden, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Vers 22, und sollen Dank opfern und seine Werke erzählen mit Freuden.
Wie ich sagte, dies wird in der Gegenwartsform im Hebräischen dargestellt. Die Toren, die geplagt werden um ihrer Sünde willen, die dann ihre Sünde erkennen und bereuen und um Gott für Krankheit oder für mehr Gesundheit beten, die werden dann auch Gesundheit erhalten. Und wenn sie dies tun, sollten sie aber nicht vergessen, dann Gott auch Dank dafür zu sagen. Und der Dank besteht auch vielfach darin, dass man sich dann auch so verhält, wie Gott es von einem erwartet. Dass man seine Gebote hält und nicht verleugnet und nicht abwirft von sich. Im Buch Jesaja finden wir eine interessante Stelle im 33. Kapitel, die sich auf die Zukunft bezieht, auf das sogenannte Millennium, das tausendjährige Reich, wenn Jesus Christus hier auf Erden herrschen wird. Und hier wird etwas beschrieben, was dann geschehen wird zu dem Zeitpunkt. Jesaja Kapitel 33 und in Vers 24. Jesaja Kapitel 33 und Vers 24. Da heißt es, und kein Bewohner wird sagen, ich bin schwach. Wörtlich, ich bin krank. Kein Bewohner wird dann mehr sagen, ich bin krank, denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünde haben. Auch hier ein deutlicher Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde und Gesundheit und Vergebung der Sünde. Aber es geht nicht nur darum, dass man die Sünde bereut, sondern man muss sie auch lassen. Wie es in den Sprüchen heißt, wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Gnade finden. Schauen Sie, diese Stelle hier erinnert uns an das Versprechen, das Mose dem alten Israel gab, als er sie aus Ägypten führte, als er sagte, ich werde keine der Krankheiten über euch bringen, die ich über Ägypten gebracht habe, wenn ihr meine Gebote haltet. Aber die Israeliten hielten seine Gebote eben nicht. Und deswegen gab es viel Krankheit im alten Israel. Im Millennium wird dies anders sein. Da wird individuelle und kollektive Sünde vergeben werden, weil dann der Geist des Menschen dazu gebracht wird, dass er erkennen wird, wie er lebt, wie er falsch gelebt hat und dann die Lebensweise ändern will. Dann will man das Gesetz Gottes lernen. Es heißt ja, dass viele zu dem Berg kommen, wo Christus herrschen wird und werden sagen, lasst uns das Gesetz von dem Messias hören. Heute ist das leider in den meisten Fällen nicht der Fall. Und Menschen sind krank und meinen, sie könnten weiterhin in Sünde leben und gleichwohl dann von Gott Heilung erwarten. Im Millennium wird die Folge der Sünde, die über diese Welt auch kam durch Adam und Eva, dann beseitigt werden. Der Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit und Vergebung von Sünde und Heilung findet sich auch im Neuen Testament in Matthäus Kapitel 9. Matthäus Kapitel 9, angefangen in Vers 2. Matthäus Kapitel 9 und angefangen in Vers 2. Und siehe, da brachten sie zu ihm, zu Christus, einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Und als nun Jesus ihren Glauben sah, also die Menschen, die jetzt diesen Gelähmten zu Christus brachten, die hatten Glauben, die hatten den Glauben, dass Christus ihn heilen könnte. Als er nun ihren Glauben sah, da sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert Gott. Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, da sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Ein Zusammenhang wird deutlich hier zwischen Sündenvergebung und Heilung. In Johannes Kapitel 5. Johannes Kapitel 5 und Vers 14. Johannes Kapitel 5 und Vers 14. Nachdem Christus jemanden geheilt hatte, einen jemanden hier gesund gemacht hat,
Da heißt es in Vers 14, danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Also hier wird wiederum der Zusammenhang deutlich zwischen Sünde und Krankheit, aber auch die Mahnung von Jesus, dass wenn man geheilt wird, dass man nicht wieder in Sünde verfällt und weiter so lebt, wie man vorher gelebt hat, denn dann könnte einem sogar noch etwas Schlimmeres widerfahren, sagt Christus hier. Es ist interessant, dass laut Bibel Gerechtigkeit oder gerechtes Leben jemanden vor Plagen und vor Krankheiten schützen kann. Nun, wie ich in anderen Predigten gezeigt habe, gerechte Menschen wurden krank. Aber gleichwohl kann Gerechtigkeit vor Krankheiten schützen, vor gewissen Krankheiten, die Gott sonst über die Menschheit, die anderen Menschen, hereinbrechen lassen wird. In Hesekiel Kapitel 14, angefangen in Vers 19. Hesekiel Kapitel 14 und in Vers 19. Sagt Gott hier, und wenn ich die Pest in dies Land schicken und meinen Grimm darüber ausschütten würde, mit Blut vergießen, um Menschen und Vieh darin auszurotten. Und Noah, Daniel und Hiob wären darin. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden durch ihre Gerechtigkeit weder Söhne noch Töchter retten, sondern allein ihr eigenes Leben. Schauen Sie, unsere Gerechtigkeit kann nicht auf unsere erwachsenen Kinder transponiert werden. Nun, die Bibel zeigt uns, dass wenn wir minderjährige Kinder haben, die noch nicht entscheiden können zwischen Gut und Böse, dass unsere Gerechtigkeit einen positiven Einfluss haben kann auf die Kinder und sogar insoweit auch Schutz von Gott erbringen kann. Aber wenn es sich um erwachsene Kinder handelt, die sind für ihre eigene Lebensweise verantwortlich. Und Gott sagt, deine Gerechtigkeit wird dich retten, aber nicht jemand anderen. Es ist auch richtig, dass das Opfer Jesu Christi, über das wir bereits ja mehrfach jetzt gelesen und gehört haben, das ja auch in Jesaja 53 beschrieben wird, ganz deutlich mit physischer Heilung in Verbindung steht. Christus ist für uns gestorben, um unsere Sünden vergeben zu können. Aber er ist auch für uns gemartert worden, dass wir physische Heilung von unseren Krankheiten erlangen können. Dieser Zusammenhang wird nicht nur in Jesaja Kapitel 53 beschrieben, sondern auch im Neuen Testament. In Matthäus Kapitel 8 zum Beispiel. Matthäus Kapitel 8, die Verse 16 bis 17. Matthäus Kapitel 8 und die Verse 16 und 17. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund, oder? Und heilte alle Kranken, schauen Sie Vers 17, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Und jetzt wird Jesaja 53, Vers 4 zitiert. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Jesaja 53 spricht über das Opfer Jesu Christi. Und es heißt hier, dass aufgrund dieses Opfers Kranke gesund wurden, weil Christus unsere Krankheit auf sich genommen hat. Eine Vorerfüllung in physischer Hinsicht findet sich im Alten Testament, eine sehr interessante, aber auch missverstandene Stelle, in 4. Mose Kapitel 21. 4. Mose Kapitel 21, angefangen in Vers 6. Es geht hier um eine Plage, die Gott über das Volk Israel gebracht hatte, weil sie wiederum gesündigt hatten, weil sie wiederum ungehorsam waren. In Jesaja, in 4. Mose Kapitel 21 und Vers 6 lesen wir, und da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Und da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Die hatten also erkannt, dass Gott diese Plage dieser feurigen Schlangen über sie brachte, weil sie gesündigt hatten. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Und da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben.
Und da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Nun später haben die Israeliten diese eherne Schlange dann als ein Idol verehrt und haben dann also Abgötterei damit betrieben. Und das hat ihnen auch wieder sehr viel Schaden zubereitet. Aber diese eherne Schlange war ein Symbol für Jesus Christus. Und Jesus Christus sagt das auch ganz deutlich in Johannes Kapitel 3. Aber das Opfer Jesu Christi führt über physische Heilung hinaus. Es geht nicht nur um physisches Leben, sondern um geistiges Leben, ewiges Leben. In Johannes Kapitel 3 lesen wir angefangen in Vers 14. Johannes Kapitel 3 und angefangen in Vers 14. Und da sagt Christus hier, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Also nicht nur physisches Leben, zeitweilige Heilung von Krankheit, sondern es geht hier um das ewige Leben. Doch heißt dies nun, dass Gott verspricht, alle Krankheit in unserem Leben zu heilen, wenn man nur an das Opfer Jesu Christi glaubt und seine Sünden bereut. Ist dies eine Garantie? Und wenn Gott sich dazu entschließen sollte, eine Krankheit nicht zu heilen, bedeutet dies dann, dass man entweder nicht genug Glauben hat oder dass man seine Sünden nicht bereut hat, dass man in Selbstschuld leben muss? Oder mag es andere Gründe dafür geben? Nun, einige verweisen auf Psalm 103 und sagen, nein, es ist ein Versprechen, dass Gott in diesem Leben alle Krankheiten heilen wird. Und wenn jemand nicht geheilt wird, dann liegt das daran, dass diese Person eben nicht genug Glauben hat oder in Sünde leben muss oder ganz schlimme Dinge tun muss, weil eben eine Heilung nicht erfolgt. Nun schauen wir uns Psalm 103 näher an, angefangen in Vers 1. Psalm 103, angefangen in Vers 1. Auch wiederum hier ein Psalm von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen oder Krankheiten, wie es übersetzt werden kann. Also sagt man, hier steht ja deutlich, dass Gott alle Gebrechen heilt. Wie wir noch sehen werden, das Problem ist, dass David aber krank wurde zu Ende seines Lebens und wurde von dieser Krankheit nicht geheilt. Und wir hatten auch gesehen, dass viele Gerechte krank wurden, sogar an der Krankheit starben, wie zum Beispiel das bei Elisa der Fall war. Und gleichwohl war er gerecht und wurde nicht geheilt. Wie ist diese Stelle hier zu verstehen? Die amerikanische Ryrie Study Bible oder die Ryrie Studienbibel kommentiert hierzu wie folgt. Es geht hier bei den Gebrechen um geistliche Beschwerden und wird parallel zu Sünden genannt. Es geht hier bei den Gebrechen um geistliche Beschwerden. Aber ist das richtig? Ist das, was David hier zum Ausdruck bringen will? Interessant ist, dass das Wort für Gebrechen, das hier gebraucht wird, wo es heißt, und Gott heilt alle deine Gebrechen, ein sehr ungewöhnliches Wort ist im Hebräischen. Es ist das Wort Tachaluim. Dieses Wort kommt nur 5-mal im gesamten Alten Testament vor und nicht das Wort, das normalerweise für Krankheit gebraucht wird, was sehr häufig vorkommt. Schauen wir uns kurz diese Stellen an, wo dieses Wort Tachaluim gebraucht wird. Neben dieser Stelle hier in Psalm 103 findet sich das Wort in 2. Chronik. 2. Chronik, Kapitel 21. 2. Chronik, Kapitel 21, angefangen in Vers 18. Hier geht es um einen ungerechten König, den König Joram. Vers 18 sagt, und nach dem allen plagte ihn der Herr mit einer Krankheit in seinen Eingeweiden, die war nicht zu heilen oder die war unheilbar. Und als das über Jahr und Tag währte, bis die Zeit von 2 Jahren um war,
traten in seiner Krankheit seine Eingeweide heraus und er starb unter schlimmen Schmerzen. Und man machte keinen Brand ihm zu Ehren, wie man seinen Vatern getan hatte. Hier war ein König, der starb unter schlimmen Schmerzen, wie es heißt, aber das Wort im Hebräischen ist das Wort für Gebrechen oder Taraluim. Der starb also unter schlimmen Gebrechen. Dieses Gebrechen war eine Krankheit, ein Gebrechen, das Gott ganz individuell auf diesen König Joram hereinbrechen ließ, um bei dem Wortspiel zu bleiben. In Vers 18 heißt es nämlich, nach allem plagte ihn der Herr mit einer Krankheit, die war nicht zu heilen. Es ging ihm um eine Krankheit, die Gott über diesen Menschen hereingebracht hatte als eine Strafe für seine vielen Sünden. Und die kein Mensch heilen konnte, die niemand heilen konnte. Kein Heilmittel, keine Medizin, kein Arzt. Schauen wir uns eine weitere Stelle an in 5. Mose Kapitel 29. 5. Mose Kapitel 29 und in Vers 21. Da heißt es in 5. Mose 29, Vers 21, und dann werden sagen künftige Geschlechter, eure Kinder, die nach euch aufkommen, und die Fremden, die aus fernen Landen kommen, wenn sie die Plagen dieses Landes sehen und die Krankheiten, mit denen der Herr es beladen hat, noch eine zukünftige Prophezeiung, die aber nicht mehr so weit von uns entfernt liegt, wenn Gott eingreifen wird in das Weltgeschehen, und dann werden diese Menschen dieses Land hier betrachten, das total verrottet ist, verwüstet ist, und dann werden die sagen, warum hat Gott diese Krankheiten über dieses Land gebracht? Es geht hier um es genau zu sagen, das Land der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber das Wort Krankheiten, wenn es heißt, wenn sie die Plagen dieses Landes sehen und die Krankheiten, mit denen der Herr es beladen hat, das ist wiederum das gleiche Wort. Dieses Wort Taraluim. Diese Krankheiten, diese Gebrechen, die wurden ebenfalls, schauen Sie, von Gott als Strafe über das Land, über das Volk ergossen. Es heißt in Vers 23, ja, alle Völker werden sagen, warum hat der Herr an diesem Lande so gehandelt? Was ist das für ein großer, grimmiger Zorn? Vers 24, und dann wird man sagen, darum, weil sie den Bund des Herrn, des Gottes ihrer Väter verlassen haben, den er mit ihnen schloss, als er sie aus Ägyptenland führte, und sind hingegangen und haben andere Götter gedient und sie angebetet, Götter, die sie nicht kennen und die er ihnen nicht zugewiesen hat. Darum ist des Herrn Zorn entbrannt gegen dies Land, dass er über sie hat kommen lassen, alle Flüche, die in diesem Buche geschrieben stehen. Also auch hier wiederum geht es um Gebrechen, die Gott aufgrund von Sünde über Menschen hereinbrechen ließ oder hereinbrechen lassen wird. In Jeremia Kapitel 14, eine weitere Stelle. Jeremia Kapitel 14 und in Vers 18. Jeremia Kapitel 14 und in Vers 18. Auch hier wiederum geht es um eine Prophezeiung für die Zukunft, hauptsächlich an das moderne Haus Israel und Juda gerichtet, die modernen Juden, die Israeliten, aber auch um die Nachfahren des Hauses Israel, mit anderen Worten die Amerikaner, die Engländer und andere englisch sprechende Völker. Und da heißt es hier in Vers 18, gehe ich hinaus aufs Feld, siehe, so liegen dort vom Schwert Erschlagene. Komme ich in die Stadt, siehe, so liegen dort vor Hunger Verschmachtete. Sogar Propheten und Priester müssen in ein Land ziehen, das sie nicht kennen. Das heißt hier, er findet vor Hunger Verschmachtete, oder besser übersetzt, krank vor Hunger. Auch hier wiederum das hebräische Wort, Taraluim. Und auch diese Krankheit, auch dieses Gebrechen, wird von Gott über das Volk wegen Sünde gebracht. Schauen wir uns Vers 19 an. Die Frage, hast du denn Juda verworfen? Oder eine Abscheu gegen Zion? Warum hast du uns denn so geschlagen, dass uns niemand heilen kann? Wir hofften, es sollte Frieden werden, aber es kommt nichts Gutes. Diese Hoffnung besteht auch heute in der Welt und die Menschen sprechen von Frieden. Und Gott sagt, aber es ist kein Friede. Wir hoffen, dass wir durch unsere Kriege, ob es jetzt in Irak ist, in Afghanistan,
in Afghanistan, in anderen Gebieten, dass wir dadurch irgendwie Frieden erzeugen können, dass wir dadurch irgendwie Gutes erzeugen können. Aber Gott sagt, macht euch keine Illusionen. Wir hoffen, es sollte Friede werden, aber es ist kein Friede. Oder es kommt nichts Gutes. Wir hofften, wir sollten heil werden, aber siehe, es ist Schrecken da. Herr, wir erkennen unser gottloses Leben und unserer Väter Missetat. Denn wir haben wieder dich gesündigt. Diese Erkenntnis wird kommen. Für viele allerdings zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt, nachdem viel Unheil zunächst einmal erduldet werden muss. Wie anders könnte die Welt aussehen? Wie anders könnte unsere Zukunft aussehen, wenn wir heute bereits schon erkennen würden, dass wir aufgrund von unserer Sünde Unheil über uns hereinbringen? Kollektiv wird dies zurzeit noch nicht der Fall sein, aber individuell kann es der Fall sein, wenn Sie zu dieser Erkenntnis kommen, in Ihrem eigenen individuellen Leben. Und schließlich schauen wir uns noch eine weitere Stelle an in Jeremia Kapitel 16. Jeremia Kapitel 16 und in Vers 4. Jeremia Kapitel 16 und Vers 4. Da sagt Gott wiederum, Sie sollen an bösen Krankheiten sterben, und nicht beklagt noch begraben werden, sondern sollen Dung werden auf dem Acker. Durch Schwert und Hunger sollen sie umkommen, und ihre Leichname sollen den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zum Fraß werden. Auch hier, wie es in Vers 4 heißt, sie sollen an bösen Krankheiten sterben, wird wiederum das hebräische Wort gebraucht für Gebrechen, was also auch in Psalm 103 gebraucht wird. Und wie wir jetzt sehen werden, auch diese Gebrechen, diese Krankheiten werden direkt von Gott über dieses Volk ergossen aufgrund von deren Sünde. In Vers 10. Und wenn du das alles an diesem Volk, oder wenn du dies alles diesem Volk gesagt hast, und sie zu dir sprechen werden, warum kündigt uns der Herr all dies große Unheil an? Und wir heute kündigen auch der Welt dieses große Unheil an. Denn die Bibel sagt uns deutlich, dass in der Endzeit, in der wir heute leben, dieses Unheil über die Welt hereinbrechen wird. Und wenn die Menschen bloß fragen würden, ja, warum kündigt ihr uns dieses Unheil an? Hier ist die Antwort. Die Frage, was ist die Missetat und Sünde, womit wir wieder den Herrn, unserem Gott, gesündigt haben? Zumindest wird die Frage gestellt. Heute in den meisten Fällen wird die Frage noch gar nicht einmal gestellt, weil die meisten Menschen keinerlei Interesse daran haben, überhaupt daran zu denken, dass sie vielleicht gegen Gott gesündigt haben könnten. Aber wenn die Frage gestellt wird, Vers 11, so sollst du ihnen sagen, weil eure Väter mich verlassen haben, spricht der Herr, und anderen Göttern nachgelaufen sind, ihnen gedient und sie angebetet, mich aber verlassen und mein Gesetz nicht gehalten haben. Wie trifft dies auf heute zu? Ich meine, wie viele Menschen kehren sich noch an den Gott der Bibel? Wie viele Menschen kehren sich noch an Jesus Christus? Und die Bibel sagt uns, es gibt keinen anderen, durch den wir überhaupt das Heil erlangen können, als durch ihn. Und wie viele kehren sich noch an das Gesetz Gottes? Wie viele laufen anderen Göttern nach, Götzen, die keine Götter sind? Aber er fährt fort zu sagen in Vers 12, ihr aber noch Ärger tut als eure Väter. Denn siehe, ein jeder lebt nach seinem verstockten und bösen Herzen, sodass er mir nicht gehorcht. Darum will ich euch aus diesem Lande verstoßen, in ein Land, von dem weder ihr noch eure Väter gewusst haben. Dort sollt ihr anderen Göttern dienen, Tag und Nacht. Das wolltet ihr ja, weil ich euch keine Gnade mehr erweisen will. Es geht also auch hier wiederum darum, dass Gott auch Gebrechen unter anderem über Menschen hereinbrechen lassen wird, weil sie ihm nicht gehorchen wollen. Nun, mit diesem Hintergrund kehren wir zu Psalm 103 zurück. Und dann erkennen wir, dass David Gott wegen dem Guten preist, das ihm von Gott widerfuhr. Doch obwohl es heißt, dass Gott alle Gebrechen Davids heilt, wie ich sagte, wird David im Alter krank. Und diese Krankheit erfährt zu Davids Lebzeiten keine Heilung. Wir finden diese Beschreibung in 1. Könige Kapitel 1 und in Vers 1. 1. Könige Kapitel 1 und Vers 1. Als aber der König David alt war und hochbetagt,
konnte er nicht warm werden, wenn man ihn auch mit Kleidern bedeckte. Es geht hier um mangelnde Blutzirkulation, die dazu führte, dass David im hohen Alter nicht mehr warm werden konnte. Und es heißt hier nicht, dass David diese Krankheit erfuhr, weil er gesündigt hatte. Aber gleichwohl wurde er krank. Aber schauen Sie, Psalm 103 sagt uns, dass Gott uns von allen Gebrechen heilt. Was ist hiermit gemeint? Nun, wir müssen verstehen, dass Gott nicht verspricht, dass er bereits zu Lebzeiten den Menschen von allen seinen Krankheiten heilt. Sonst könnte ja auch kein Mensch an Krankheit sterben. David hätte nicht krank werden können im hohen Alter, ohne geheilt zu werden. Aber wir müssen auch verstehen, wie wir dies bereits gelesen hatten, da ja im Millennium keiner mehr krank sein wird, dass wir, wenn wir die Auferstehung erleben, zumindest und auch ganz ausdrücklich die Auferstehung zum ewigen Leben, dass wir natürlich keinerlei physische Krankheit mehr haben werden. Aber wir müssen jetzt auch den Zusammenhang uns noch einmal betrachten, den David hier in Psalm 103 anführt. Schauen Sie, Gott hat diese Gebrechen, von denen David im Psalm 103 spricht und von denen wir auch in diesen anderen Stellen gelesen haben, er hat diese Gebrechen ganz buchstäblich, ganz individuell auf Menschen wegen ihrer Sünde gebracht. Und so ist es dann auch verständlich. Der Zusammenhang ist ja, Gott heilt uns von aller Krankheit oder aller Gebrechen und vergibt uns alle unsere Sünden. Wenn also jemand die Sünden bereut, die ursächlich waren für diese Gebrechen, und wenn Gott dann einem diese Sünden vergibt, dann nimmt er auch diese Gebrechen weg. Denn dann besteht ja keinerlei Veranlassung mehr, dass diese Gebrechen weiterhin einen solchen Menschen plagen. Mit anderen Worten, ebenso wie Gott alle Sünden vergibt, die bereut werden, heilt er auch in diesem Sinne jene Gebrechen, die er ausdrücklich aufgrund der Sünde über die Menschen gebracht hat. Von daher liegt die Ryrie Study Bible gar nicht mal so falsch, wenn sie schreibt, dass hier von geistlichen Gebrechen oder Beschwerden die Rede ist. Sie sind zwar keine geistlichen Gebrechen in dem Sinne, dass sie keine physischen Auswirkungen haben, aber sie sind geistlicher Natur. Sie stehen mit der geistlichen Kondition des Menschen im Zusammenhang. Wir müssen aber auch verstehen, dass selbst bei Vergebung von Sünde eine Heilung dieser Gebrechen nicht unbedingt in diesem Leben erfolgen muss. Aber sie wird mit Sicherheit erfolgen, wenn wir ins Reich Gottes eingehen, weil niemand ins Reich Gottes eingeht, der noch Sünde mit sich trägt, die er nicht willens ist zu bereuen. Wir sollen ja die Gerechtigkeit Gottes suchen und das Reich Gottes. In der nächsten und letzten Predigt dieser Serie werde ich dann aber auf die Frage auch eingehen, was denn die Bibel uns dazu sagt, ob Gott heute heilt. Alles das, was ich gesagt habe, sollte uns das Verständnis geben, dass wir auf Gottes Heilung warten sollen. Wir sollen davon ausgehen, dass Gott uns heilt. Und wenn er es aber dann nicht tut, dann haben wir die Erklärungen, warum er es nicht tut, wie wir dies in den letzten drei Predigten besprochen haben. Und jeder muss sich individuell die Frage stellen, warum Gott einem in einer gewissen Situation vielleicht nicht heilt oder nicht sofort heilt. Aber was wichtig ist zu verstehen, ist, dass Gott uns das Versprechen gibt, wie wir sehen werden in der nächsten Predigt, uns zu heilen. Und dass wir den Glauben haben müssen, dass er uns heilt. Wir können uns nicht an Gott wenden und sagen, ich bitte dich um Heilung, ich weiß aber nicht, ob du mich heilen wirst. Und ich gehe mal davon aus, dass du mich vielleicht nicht heilen wirst. Und dann muss ich dann halt zu anderen Maßnahmen greifen. Nein, wir müssen den unerschütterlichen, festen, felsenfesten Glauben haben, dass Gott uns heilt, wenn wir uns an Gott um Heilung wenden. Ansonsten wäre ja diese ganze Prozedur sozusagen sinnlos. Und Gott wird einem dann auch zeigen, ob er willens ist, jemanden zu heilen und wenn nicht, warum nicht, wie das auch im Falle des Paulus geschehen war. Paulus hat Gott dreimal, wie es heißt, um Heilung gebeten. Er hat sich also scheinbar dreimal einsalben lassen. Und dann hat Gott ihm gezeigt, nein, ich werde dich in diesem Leben von dieser Plage, die du hast, nicht heilen.
Aber als Gott, bevor Gott dies Paulus gezeigt hatte, war es klar, dass Paulus den unerschütterlichen Glauben hatte, geheilt zu werden. Und diesen Glauben müssen wir auch haben. Und wir können ihn haben, aufgrund des Opfers Jesu Christi. Und das ist das, worüber ich dann mit Ihnen in der nächsten Predigt noch weiter dann sprechen werde. Ich bedanke mich dann heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.